Hallo, du liebe Seele. Heute bekommst du eine Botschaft von Erzengel Samuel. Das Thema Liebe. Das Thema Liebe. Überleg mal dir drei Zahlen. Eins, zwei oder drei. Bevor du die Entscheidung triffst, schließe deine Augen. Du kannst genauso wie ich, du das gerade siehst bei mir, lege deine Hand auf dein Herzebene und verbinde dich mit deinem Herzen. Rufe deinen Schutzengel, deinen Geistführer, deine Engelsgruppe. Erzengel Samuel. Und du kannst dir ganz leise jetzt sagen, ich verbinde mich jetzt mit meinem göttlichen Ich, mit meinem Herzen, mit meiner Seele, mit meinem Geist, mit der geistigen Welt. Ich bitte um eine Botschaft von den Engeln der Liebe. Bitte dich, Erzengel Samuel, unterstütze mich, damit ich diese Botschaft wahrnehmen kann, verstehen kann. Und jetzt öffne die Augen und treffe die Entscheidung. Welche Zahl willst du? Was für dich stimmig ist? Eins, zwei oder drei? Botschaft von Erzengel Samuel, von Engel der Liebe. Was hat dir zu sagen? Also, zuerst Zahl 1. Deinen Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Gleich werde ich euch alles erklären. Hör mal noch weiter zu. Deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen euch zusammenzubringen. Du, wie jeder andere, hast Seelengefährten. Die sind Personen, mit denen du Zeit im Himmel und in anderen Leben verbracht hast. Ihr habt einen Seelenvertrag, geschlossen, euch in diesen Inkarnationen zum Zweck gegenseitigen spirituellen Wachstum wieder zu begegnen. Du hast viele Vereinbarungen dieser Art getroffen, mit verschiedenen Menschen, die alle deine Seelengefährten sind. Dazu gehören Mitglieder deiner Familie, Freunde, Kollegen und Liebespartner. Diese Botschaft leitet dich an, aktiv deinen Liebes-Seelengefährten in dein Leben zu rufen. Das kannst du tun durch Gebete, Affirmationen und Visualisierungen. Darüber hinaus bedeutet es, dass du an dir selbst arbeitest, damit du die Qualitäten verkörperst, die du in deinem Partner suchst. Wenn du dir zum Beispiel einen Geliebten wünschst, der einen ausgeprägten Sinn für Humor hat, entwickle diese Eigenschaft in dir selbst. Gleiches zieht Gleiches an. Ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, deinen Seelengefährten herbeizurufen. Hier geht es auch darum, was jetzt Erzengel Samuel dir sagt, arbeite mit deinen Wünschen, arbeite mit deinen Träumen. Wenn du noch nicht deinen Wunschpartner hast an deiner Seite, stelle fest, was du willst und eben, was du nicht willst. Sonst kann es sein,
dass du wirst genau das anziehen, was du eben nicht willst. Und wenn du schon in einer Beziehung bist, auch hier kannst du visualisieren, was du in dieser Beziehung haben willst. Und warte nicht auf den ersten Schritt von dieser Person, sondern du machst das. Du zeigst deine Hand. Ein kleiner Tipp, auch von Erzengel Samuel. Wenn zwischen euch gerade oder vielleicht in der Zukunft negative Energie läuft, Streitigkeit, keine Ahnung, schau deinen Partner an, Partnerin, und sende von deinem Herzen heraus, visualisiere das von deinem Herzen, von Herz zu Herz, an deinen Partner, fließt rosa Energie, Energie der Liebe, pure Energie der Liebe, und einfach sei da. Rufe auch parallel Erzengel Samuel und er wird dich unterstützen. Und das, was jetzt du gerade von Erzengel Samuel erhalten hast, wird dir helfen, auch eure Beziehung zu heilen. Dabei zeigt sich noch etwas. Du wirst geliebt, so wie du bist. Kann es sein, dass du vielleicht gefällt ein bisschen Selbstwert, Selbstliebe? Und genau an diesen Eigenschaften deiner Seele solltest du gerade arbeiten. Liebe dich selbst, genauso wie du bist, damit du auch geliebt werden kannst. Wenn du dich selbst nicht liebst, wie können dich dann andere nicht mal lieben, schätzen, wertschätzen? Erkenne, dass du besonders bist. Genauso wie du bist. Wunderschön. Genauso wie du bist. Und der Erzengel Samuel jetzt zu dir sagt, ich liebe dich. Gehe, steh vor der Spiegel und sag zu dir, ich liebe mich. Wie fühlt sich das an? Komisch, vielleicht nur am Anfang. Aber dann wirst du erkennen, wie wichtig das ist, diese Gefühle. Erzengel Samuel will dir auch dabei sagen, dass dein Partner, falls du in Beziehung bist, du bist für ihn sehr wichtig. Er liebt dich und schätzt dich, genauso wie du bist. Wenn du gar keine Beziehung bist, dann zurück zu frühen Worten. Schätze dich, erkenne deine Schönheit. Diese, die du in deinem Herzen hast und Schönheit, genauso wie du bist in deinem Körper. Denn wir alle sind wir Schönheit. Egal, welche Nase wir haben, Ohren oder wir Frauen tippen. Spielt keine Rolle, meine Liebste. Spielt keine Rolle. Denn wenn jemand dich liebt, liebt dich genauso, wie du bist. Die Nummer 2. Gib deiner Beziehung eine Chance. Arbeite an deiner Partnerschaft. Schauen wir tiefer. Die Engel der Liebe sehen, dass deine Beziehung es wert ist, sich um sie zu bemühen. Wenn es auch Probleme gibt, so können sie doch verarbeitet und geheilt werden. Du musst dich hundertprozentig auf die Beziehung einlassen, um die besten Chancen auf einen Erfolg sicherzustellen. Und solltest du die Beziehung dennoch beenden, wirst du zumindest wissen, dass du alles getan hast, was in deinen Kräften stand, um sie aufrechtzuhalten. Darüber hinaus wirst du die Rolle verstehen, die du in der Dynamik der Beziehung gespielt hast. Auf diese Weise wirst du in Zukunft vermeiden, nicht schmerzhafte Situationen anzuziehen. Du hast diese Botschaft empfangen, weil es Hoffnung für deine Partnerschaft gibt.
Die Liebe ist noch immer da. Die Arbeit mit einem professionellen Berater ist zu diesem Zeitpunkt vielleicht die beste Option. Er oder sie kann die Bereiche in deinen euren Beziehung nicht funktioniert, identifizieren und euch beide in eine positive Richtung führen. Erzengel Shamuel sagt auch zu dir, gib dir die Chance, dein Herz zu öffnen. Egal, ob du in einer Beziehung bist oder nicht, gib dir selbst die Chance, dir selbst zu vergeben, aber auch anderen zu vergeben. Wenn dir jedoch schwierig ist, also jemanden zu vergeben, dann übergebe das an Erzengel Shamuel. Wenn du das gerade nicht machen kannst, dann übergebe das. Kämpfe nicht mit diesen Gefühlen, mit diesen Negativen, dass du nicht machen kannst, obwohl du mit deinem Kopf bist. Dass du weißt, dass das gut ist, aber kannst du das nicht machen. Und wenn du allein bist, gib dir diese Chance, dass dein Herz wieder sich öffnen kannst, dass du wieder glücklich sein kannst. Wenn du in einer Beziehung bist, das ist genau das, was ich schon gesagt habe. Gib euch noch eine Chance. Nobody is perfect. Auch du. So wie ich immer sage, mein Mann hat nicht alle Tassen im Schrank und ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Und ach, da zusammen, wir haben einen super tollen Schrank. Und noch zusätzlich so ein Satz dazu. Lass alle alte Sachen auf sich berühren. Es geht darum, vielleicht hast du gerade etwas erlebt. Und jetzt geht es darum, das zu berühren, das zu erleben. Erlaube es dir, das zu erleben, das zu berühren. Ein bisschen mit Gedanken, dazu auch zu bleiben. Denn das heilt. Vergiss es nicht, in diesem Moment, wo du beginnst, etwas zu verstehen, beginnt auch die Heilung. Und wenn wir etwas erleben, meistens, ihr Lieben, das sind diese schmerzhaften Erlebnisse, die uns die Lektionen geben, die uns diesen richtigen Schritt für unsere Seele geben. Also lass es geschehen im Geduld, denn die Sonne kommt bald. Und Nummer 3. Vergeben und lernen. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Die Engel der Liebe haben deinen Wunsch nach einer großen Liebe vernommen und sie bringen dir diese Botschaft als Führung. Sie sehen, dass dein Herz die Glückseligkeit einer Liebesbeziehung geben und empfangen kann, indem die Spinnweben aus der Vergangenheit beseitigt werden. Die Engel wissen, dass du in der Vergangenheit verletzt worden bist und Angst hast, erneut verletzt zu werden. Doch deine Verteidigungsmechanismen schaffen Barrieren, die verhindern, dass eine neue Liebe in dein Leben kommen kann. Wenn du deine Vergangenheit heilst, wirst du sie nicht erneut kreieren. Schließlich ziehst du die Situationen und Beziehungen an, die dich an das erinnern, was du bereits kennst, weil darin das wichtigste Werkzeug für Heilung liegt. Um zu einem gesünderen und positiveren Beziehungsmuster zu wechseln, ist es wichtig, jedwede alte Wut, Vorwürfe, Schuldgefühle oder Nichtvergebung, an denen du vielleicht festhältst, zu heilen. Dazu gehört auch, dir selbst zu vergeben. Wenn du dich an die Engel wendest und sie bittest, dir zu helfen, deine Vergangenheit loszulassen und zu heilen, wird sie die Niedergeschlagenheit beseitigen, damit deine Seele wieder vor Glück strahlen kann. Irgendwie sehe ich das schon globales
Thema ist, gerade vergeben. Auch diese Seelenabende. Vergeben. Vergeben, um sich zu befreien. Lass los. Lass los. Und dann wirst du fliegen, sagt zu dir noch Herzengel Samuel, unabhängig davon, ob du in einer Beziehung bist oder nicht. Das ist genauso, stell mal dir vor, egal um was geht, das kannst du in Beziehung sein und du bleibst bei einem Thema, du hängst bei einem Thema oder bist du in gar keiner Beziehung und hängst du bei alten Themen, bei deinem Ex. Du hältst ein Messer und sobald du das hältst in deiner Hand, deine Hand blutet. Wenn du loslässt, befreist du dich. Und noch ein Satz für dich. Die wahre Liebesbeziehung ist immer die, die du gerade hast und nicht die, zu der du dich hinträumst. Ich sage so, ich mag nicht diesen Namen Dualseelen, ist das, und dann Zwillingsseele und so weiter und so fort. Wenn ich dir sage, dass das deine Dualseele, nicht Zwillingsseele ist, lässt du ihn? Machst du dir zu, hinter dir packst du alle Sachen ein und gehst du? Ich sage dir eins, was mir auch Herzengel Samuel gesagt hat. Jede Beziehung, unabhängig davon, ob das ein Tag dauert, ein Monat, ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre, ist für dich wichtig. Auch diese Menschen, die du vielleicht nur durch die Nacht getroffen hast, nur in der Nacht gesehen hast, nur ein paar Stunden gesehen hast, die sind jetzt für diese paar Stunden, für diese Nacht, für dich wichtig, für deine Seele, für deinen Seelenweg. Und in diesem Moment, diese Seele, der Mann, die Frau, ist für dich wichtig. Ist deine Lektion. Also mach dir keinen Druck, benenne das nicht, denn die Gefühle sind viel wichtiger. Also folge deiner inneren Stimme. Ich danke euch. Großer Segen von Herzengel Samuel an euch.